Ja, kommen wir zum Video. Heute das Thema Abnehmen ohne Diät. Ist das möglich? Also, fangen wir mal an. Ja, abnehmen ohne... Scheiße, wie habe ich jetzt angefangen? Was habe ich eben gesagt? Habe ich gesagt, abnehmen ohne Diät? Was habe ich jetzt für eine Scheiße gelabert? Oh. Döner? Ihr fragt nach Döner? Nein, vergesst es mit dem Döner. Döner macht schon lange nicht mehr schöner. Jetzt schlagen die Grünen gleich wieder Wellen. Na, Fleischverbot, 1000 Gramm, da dürft ihr ein halbes Jahr lang kein Fleisch mehr essen. Wie viel ist noch erlaubt? Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Freut mich riesig, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt oder vielleicht auch heute zum ersten Mal auf meinen Kanal geklickt habt. Für diejenigen, die schon häufig Videos von mir geschaut haben und die auch regelmäßig Kommentare schreiben, wenn es nur dafür ist, um den Algorithmus zu unterstützen, wann auch immer, ihr seid super, vielen Dank, freue mich jedes Mal darüber. Aber jetzt kommen wir auch direkt zum Thema, zum heutigen Video. Abnehmen in Form kommen ohne Kalorien zählen, ist das möglich? Abnehmen in Form kommen ohne wirklich eine Diät zu machen, ist das möglich, ist das realistisch? Ob das funktioniert, was ich davon halte und wie man das vielleicht in der Praxis dann auch umsetzen kann, das möchte ich euch in diesem Video aus meiner Sicht erklären. Und denkt immer daran, die Videos, die ich mache, geben einzig und allein meine persönliche Meinung wieder. Ich nehme nicht für mich in Anspruch, dass alles, was ich sage, immer zu 100% richtig ist oder dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, sondern ich versuche euch nur zu erzählen, was ich halt so in der Vergangenheit gemacht habe oder auch aktuell mache. Kommen wir aber zurück aufs Thema. Der eine oder andere möchte besser in Form kommen, möchte seine Optik verbessern, hat aber keine Lust, jetzt so wirklich eine Diät zu machen. Oder eine Diät zu machen, wo er die Kalorien zählen muss. Vorab, wenn ich Diät gemacht habe, ich habe immer Kalorien gezählt. Ich habe ganz detailliert in meiner Glatte hier aufgeschrieben noch, ganz oldschool. Vielleicht können wir das gerade mal zeigen. Wir machen hier mal einen Schnitt und ich hole das gerade mal. So, und da bin ich wieder zurück. Zeigt wieder einmal, wie schlecht vorbereitet meine YouTube-Videos sind. Aber ich glaube, auch das habe ich schon öfter erzählt, dass halt die ganzen Videos... Ich mache die halt meistens frei Schnauze. Also ich kann mich, haben wir überhaupt schon mal ein Video vorbereitet? Ich glaube nicht, ne? Selten. Ja, mir fällt jetzt auch keins ein. Aber egal. Kommen wir zurück zum Thema. Also wie gesagt, ich war immer ein Typ, ich habe alles haarklein aufgeschrieben. Und das fing damals an, das müsste mein erstes Buch gewesen sein hier. Da kann man jetzt, war das die erste Saison? Spielt auch keine Rolle, aber das war halt noch oldschool. Da gab es halt noch keine Apps und... Computerprogramme oder so. Das war halt echt noch richtig oldschool. Hier noch aufgeschrieben. Quark 200 Gramm, dann hier Eiweißpulver, Reiswaffeln, ein Apfel, eine Dose Thunfisch, 350 Gramm Huhn. Ja, so sah das Ganze aus. Aber auch ich bin dann mit dem Fortschritt gegangen. Irgendwann kam dann das Zeitalter mit PC, wo ich dann mir schon meine Pläne ausdrucken konnte. Hier sieht man es. Jeder Zettel einen Tag. Ne, und dann kann man ja einfach mal rausgucken. September 2007, 21. Woche, Kalorienzufuhr 3000 Kalorien. Und dann kann man mal gucken. Oh, hier war ich aber hoch mit dem Eiweiß. 400 Gramm Eiweiß, 50 Gramm Fett und ca. 250 Gramm Kohlenhydrate. Eiklar, Reiswaffeln, Haferflocken, Champignons, hier Frischkäse. Ne? Thunfisch, Rindersteaks, also alles im Programm. Ich war da sehr detailliert, habe alles aufgeschrieben, jeden Tag. Aber jetzt geht es ja darum, wie ihr bestmöglich eure Form erreichen könnt. Und das Ganze ohne irgendwas aufzuschreiben, ohne so Protokoll zu führen. Gut, eine Möglichkeit wäre, zu mir ins Coaching zu kommen. Da bekommt ihr alles vorgefertigt. Ihr habt eure Ernährungspläne on point und so weiter, eure Mahlzeiten. Das wäre eine Möglichkeit, sich einen Coach zu suchen. Aber selbst dann müsst ihr immer noch eure Lebensmittel abwiegen. Also wenn ihr bei mir im Coaching seid, ihr bekommt zwar einen exakten Ernährungsplan mit einzelnen Mahlzeiten und auch mit Rezepten, aber ihr müsstet euch trotzdem noch die Mühe machen, wenn da jetzt steht, Hühnchen mit Champignons und Nudeln und Paprika, ihr müsstet trotzdem noch die Mengen abwiegen, um halt dann exakt die Kalorien zuzuführen, die ich euch im Coaching vorgebe. Aber davon wollen wir ja weg. Wir wollen jetzt
hinterfragen, ist es möglich, besser in Form zu kommen, ohne dieses ganze Zählen und Abwiegen und Machen und Tun. Und ja, es ist möglich. Ich kenne viele, die das schon geschafft haben. Es ist nicht für jeden möglich. Manche scheitern aus irgendwelchen Gründen auch immer. Andere schaffen das sehr gut. Meine Gewohnheiten umstelle, mein Essverhalten umstelle und ich natürlich auch die nötige Geduld mitbringe. Denn auch wenn ich in der Ernährung alles richtig mache, wenn ich irgendwann zu viel esse, nehme ich zu, beziehungsweise esse ich weniger, verbrenne mehr, nehme ich dann dementsprechend ab. Das müsste jedem klar sein. Also auch mit gesunder Ernährung kann ich natürlich mein Gewicht halten oder sogar zunehmen. Aber mit gesunder Ernährung fett zu werden, zuzunehmen, ist schon wesentlich schwieriger. Gesunde, unbearbeitete, unverarbeitete Lebensmittel zu sich zu nehmen, das in großen Mengen, das ist gar nicht so einfach. Viele Bodybuilder kennen das Problem. Also, was jetzt machen, um in Form zu kommen, ohne Kalorien zählen, ohne abwiegen? Das Erste, ich hatte es eben schon ganz leicht angeschnitten, in euren Ernährungsplan solltet ihr mit unverarbeiteten, Ernährungsplan ist ja falsch, ihr habt ja keinen Plan, in eurem Alltag solltet ihr unverarbeitete Lebensmittel zu euch nehmen. Das heißt, möglichst viel Lebensmittel essen, die kein Zutatenschild haben, keine Zutatenliste haben, wo nicht draufsteht, was da für 100.000 Sachen drin sind. Also wenn ich mir einen Magerquark kaufe, dann ist da nur Magerquark drin. Wenn ich mir Haferflocken kaufe, sind da nur Haferflocken drin. Also versucht mit solchen Lebensmitteln euren Alltag zu gestalten, euer Essen zu planen. Je mehr Lebensmittel ich einbaue, die verarbeitet sind, desto höher ist das Risiko, dass ich halt überdurchschnittlich viele Kalorien zu mir nehme. Nehmen wir einfach mal so ein Beispiel. Ihr kauft euch so einen Fertigkuchen. Wenn ihr da auf die Zutatenliste guckt, da stehen halt zig Sachen drauf und es schießt nach oben. Ja? Also deswegen, solche Lebensmittel weglassen, Lebensmittel, die eine lange Zutatenliste haben, haben in eurer Ernährung nichts zu tun. Schon mal ein ganz wichtiger Faktor. Das nächste, Punkt 2, mehr Sport treiben. Hört sich einfach an, ist eigentlich auch einfach, aber ihr müsst natürlich einen Arsch hochbekommen. Das alleinige mehr bewegen, also mehr Sport machen, wird natürlich am Ende nicht dazu führen, dass ihr jetzt bums ein Sixpack habt. Denn ihr wisst selber, wenn ihr so 30 Minuten am Joggen seid, verbrennt ihr gerade mal 300, 400 Kalorien, circa, je nachdem, wie schnell ihr lauft und so weiter. Wollen wir uns da nicht festnageln. Aber relativ wenig im Verhältnis zu dem, was ich zu mir nehmen kann. Fahre ich in so einen Fastfood-Laden und esse so einen Burger, dann habe ich 600 Kalorien in, wie lange braucht ihr, um so ein Ding zu kauen? 3 bis 5 Minuten. Also ihr seht, das Verhältnis zwischen dem, was ich an Sport treiben muss und dem, was ich esse, boah, das klafft irgendwo weit auseinander. Ich habe auch viele, die dann hier ins Fitnessstudio gehen und sagen, ja, jetzt trainiere ich 3-mal die Woche, ich habe noch nichts abgenommen. Alleine nur mit Sport abzunehmen, ohne dass ich meine Ernährung umstelle, anpasse, verändere, die Chance ist gering. Aber ein Schritt, und wir reden jetzt vom Gesamten, was wir anpassen wollen, ohne Kalorien zu zählen, da macht es durchaus Sinn, mehr Sport zu treiben. Und da will ich jetzt nicht unbedingt für ein Fitnessstudio werben. Das können auch andere Sachen sein. Hauptsache bewegen, joggen, Radfahren, Fußball spielen, Tennis, Squash, Schwimmen gehen, Nordic Walking, Golfen, egal, alles, wo ihr euch bewegt. Je intensiver ihr euch bewegt, natürlich umso besser. Denn eins ist auch klar, wenn ich intensiv Sport treibe, wenn ich richtig auf dem Bolzplatz ackere und Fußball spiele, verbrenne ich mit Sicherheit mehr Kalorien, als wenn ich jetzt nur eine Runde Minigolf spiele. Das müsst ihr euch aber bewusst sein. Also, mehr Sport machen. Das wäre mein zweiter Tipp. Der dritte Tipp folgt zugleich und der wäre auch wieder im Zusammenhang mit Bewegung. Jetzt sagen viele von euch, ja, ich habe viel Arbeit, ich habe dies, ich habe keine Zeit mehr Sport zu treiben. Okay, lassen wir mal so stehen, ohne jetzt darüber zu diskutieren, wie viel Zeit ihr wirklich im Leben habt. Aber gehen wir mal davon aus, ihr bekommt es wirklich zeitmäßig nicht auf die Kette, mehr Sport zu treiben. Dann wäre mein Tipp, mehr Schritte. Mehr Bewegung. Versucht irgendwie mehr Bewegung in euer Leben einzubauen. Und da kann man natürlich dann auch mit einem Schrittzähler arbeiten. Hört sich jetzt doof an, aber kann durchaus so eine Motivation sein, so ein Pusher sein, einfach mehr zu tun. Das heißt, ich setze diesen Schrittzähler ein, um mich jeden Tag zu motivieren,
mehr Schritte zu machen. Nehmt euch vor, ab heute mache ich jeden Tag 10.000 Schritte. Sollte ich das nicht schaffen, muss ich es halt am nächsten Tag wieder ausgleichen. Dann habe ich heute nur 8 geschafft, mache ich morgen 12.000, sodass ich im Wochenschnitt auf 10.000 Schritte komme. Oder halt dann dementsprechend irgendwann halt auch mal mehr Schritte. Das kann sein, dass ich nicht mehr den Fahrstuhl benutze, dass ich zum Einkaufen zu Fuß gehe, dass ich. Egal. Überlegt euch, wie ihr mehr Schritte schafft. Dieses Schritte sammeln kann euch helfen, auch nochmal mehr Kalorien zu verbrennen, ohne dass ihr groß irgendwas verändern müsst. Also die Anpassung von Ernährung und mehr Bewegung, das wäre der erste Schritt, ohne dass ich Kalorien zählen muss, ohne dass ich jetzt einen strikten Diätplan verfolgen muss, in bessere Form zu kommen. Der nächste, vierte Punkt wird oftmals unterschätzt, aber ist doch meiner Meinung nach ein ganz wichtiger, interessanter Tipp. Der Justin würde ihn nicht kennen, der ist nicht so der Säufer, aber Tipp Nummer 4 wäre Alkohol. Streicht den. Alkohol ist ein Gift, das belastet euren Körper und wird natürlich auch gewisse Stoffwechselprozesse verlangsamen. Ihr werdet vielleicht durch den Alkohol auch wieder mehr Hunger bekommen und. Also Alkohol solltet ihr vermeiden, am besten ganz weglassen. Und ich weiß, wie das ist, dieses gemütliche Feierabendbier, Wochenendbier, Fußball-Bundesliga, noch ein Schöppchen und nein, streicht es komplett weg, kein Alkohol mehr. Punkt 5, das ist ein Tipp, da geht es schon ein bisschen mehr ins Detail. Da muss sich der ein oder andere von euch vielleicht überwinden, aber so einfach der Tipp auch ist, so genial ist der Tipp auch. Und ich glaube, da sind sich alle Ernährungswissenschaftler auch eine Meinung. Egal, welche Ernährungsform ihr auch macht, welche Diätform, alle haben eine Meinung. Esst mehr Salat und Gemüse. Hört sich so einfach an, fällt aber den meisten schwer. Gut, muss ja jetzt nicht unbedingt Rosenkohl sein. Da wird der eine oder andere, Rosenkohl, ich finde ihn lecker. Viele von euch mit Sicherheit nicht. Aber am Ende des Tages müsst ihr euch ja nicht auf irgendwelche speziellen Gemüsesorten festlegen, sondern findet einfach die Gemüse- und Salatsorten, die euch schmecken. Ja. Und dann esst ihr die halt regelmäßig. Aber versucht einfach, mehr Salat und Gemüse auf den Teller zu bekommen. Reis, Nudeln, Kartoffeln sollten weniger werden. Und die Menge an Gemüse und Salat sollte mehr werden. Und vielleicht schon vorab, bevor ihr eure Hauptmahlzeit zu euch nehmt, schon mal ein bisschen Salat und Gemüse essen. So dieser Beilagensalat, den man im Restaurant bekommt, den könntet ihr auch immer zu Hause machen und den vor eurer Hauptmahlzeit essen. Dann habt ihr schon ein bisschen was in der Futterwampe und der Rest kommt oben drauf und ihr habt vielleicht gar nicht mehr so den Riesenappetit. Aber Fakt ist, versucht mehr Salat, Gemüse in eure Ernährung einzubauen. Und wenn ihr euch das mal rein rechnerisch anschaut, wie viele Kalorien so ein bisschen Reis hat und was für einen Berg Brokkoli ihr im Vergleich dazu essen könnt, gigantisch. Aber wir wollten ja nicht rechnen, deswegen will ich euch auch nichts vorrechnen. Der Tipp nur hier an der Stelle, mehr Salat oder und Gemüse auf den Teller. Punkt 6 ist auch schon wieder so ein Ding, das geht mehr ins Detail, ist aber auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor. Und da gibt es auch zahlreiche Studien aus den USA, die darauf hinweisen, dass Getränke mit Haupt dafür verantwortlich sind, dass viele Menschen so dick sind. Und ich bin ja schon oft in den USA gewesen, der Justin auch. Wenn ihr da irgendwo in so einen Fastfood-Laden geht, da ist das kleinste Getränk, glaube ich, ein halber Liter. Und wenn ich den natürlich wegknalle, dann gibt es ja da einige Soft-Limos, die noch mehr Kalorien haben als Cola. Und das muss man erst mal schaffen. Da ballert man natürlich unnötig Kalorien in sich rein, mit denen der Körper auch schlecht was anfangen kann. Das zerstört die Leber und die Nieren. Das ist nicht das Eiweiß, was sich kaputt macht. Nein, diese kalorienhaltigen Zuckerbomben, die ich andauernd in mich reinkippe, die sind absolut tödlich. Deswegen zuckerhaltige Getränke, streicht die aus eurer Ernährung. Nichts mehr trinken, was Zucker enthält. Und da bitte ich euch auch darum, bei Säften zurückzurudern. Also nicht mehr den Apfelsaft oder den Orangensaft pur trinken, sondern als Schorle. 30% Apfelsaft, 70% Wasser, das passt dann irgendwo, damit kann ich mich einverstanden erklären. Aber auch die Säfte bitte streichen. Also, die ganzen Getränke mit Zucker haben ab jetzt dann in eurer Ernährung nichts mehr zu suchen. Natürlich kann ich hin und wieder auch mal eine Cola Zero oder so ein Light-Getränk zu mir nehmen. Das ist überhaupt kein Problem, macht das gerne, kein Thema. Aber alle zuckerhaltigen Getränke streichen. Mineralwasser natürlich in hohen Mengen. Kaffee, Tee ist vollkommen in Ordnung, kein Problem. Da auch von mir aus ein Tropfen Süßstoff dran,
kein Thema. Aber die zuckerhaltigen Getränke, das macht echt was aus. Lass die weg. Das zum Thema Getränke. Ich glaube, damit wäre alles zum Getränkethema gesagt. Kommen wir gleich zu noch einer Sache, die ihr weglassen solltet. Jetzt kommen die ganzen Verbote. Ich komme mir schon vor wie die Grüne Partei hier. Nein, ich will jetzt nicht ständig Verbote aussprechen. Das sind nur meine Tipps. Mein nächster Tipp wäre, keine Soßen mehr. Ich habe gestern einen Ernährungsplan, einen Kantinenplan von einem Klienten von mir bekommen. Der muss in der Kantine essen, ist bei mir im Coaching und sagt, hier, ich schicke dir mal den Plan von unserer Kantine. Ich habe mir den Plan angeschaut. Das Kantinenessen sah wirklich lecker aus. Also Respekt an die Kantine. Da waren noch verschiedene Menüs, die man sich aussuchen kann. Aber was mir aufgefallen ist, alle Menüs waren natürlich mit Soße. Und dann ist da Rahmsoße, Champignonsoße, diese Soße. Ne? Und das sind letztendlich eigentlich unnötige Kalorien, auf die man gut verzichten kann. Ja, natürlich, die Soßen schmecken lecker, aber sie bringen euch doch nichts. Die sind halt so schnell reingeschaufelt, haben Unmengen an Kalorien, also verzichtet auf Soßen. Wenn ihr mal eine Soße zu euch nehmen wollt, kann ich euch das Video von mir empfehlen. Wir haben auf meinem Kanal diese Pumpersoße. Haben wir irgendwo mal aus einem Blödsinn so genannt, Pumpersoße. Also es geht einfach um eine kalorienarme Soße, die eigentlich nur Eiweiß enthält. Da kann man halt da mal ein bisschen von nutzen, das wäre kein Problem. Aber ansonsten dieses klassische mit Soße alles essen, das würde ich streichen, also keine Soßen mehr essen. Der nächste Punkt, da sind wir schon bei achtens, Snacks ersetzen. Viele von uns snacken gerne. Das macht man jetzt nicht unbedingt, weil man Hunger hat, sondern einfach aus Gewohnheit und weil es Spaß macht, weil es irgendwie schön ist. Snacken tun viele und das Schlimme ist, fast überall, sogar an der Arbeit. Auf dem Schreibtisch hat man da seine Snackbox oder die Arbeitskollegen bringen was mit. Ja, fällt einem dann schwer, Nein zu sagen. Zu Hause ist es aber dann genauso schwer. Da sitzt man auf dem Sofa, der Partner macht die Chipsdose oder die Chipstüte auf oder die Gummibärchen oder die Tafel Schokolade und ey, Leute, ich verstehe niemanden, der ein Stück Schokolade essen kann. Wenn ich eine Tafel Schokolade aufmache, ich bringe es nicht fertig, nur ein Stück zu essen. Ich muss dann immer gleich die ganze Schokolade essen. Fatal und natürlich Unmengen an Kalorien, die ich so zu mir genommen habe. Und meistens merke ich es noch nicht mal, weil ja im Fernseher irgendwas läuft und ich dann noch komplett abgelenkt bin. Und das ist dann so eine Automatisierung. Abend für Abend immer das Gleiche. Übermäßig Kalorien, die natürlich nichts bringen, die einfach nur dick machen. Aber wie sieht die Alternative aus? Ich muss mich ja irgendwie beschäftigen. Ich habe ja dieses irgendwas in den Händen haben, irgendwas essen. Da wäre mein Tipp, die Snacks ersetzen durch gesunde Snacks. Die sind vielleicht im ersten Moment nicht so lecker. Zugegeben, Schokolade zu toppen ist halt auch echt schwer. Aber man gewöhnt sich dran und man hat halt trotzdem diesen Effekt, dass man was snacken kann. Also bei mir am Abend ist es zum Beispiel gerne Obst. So Äpfelstückchen, Birnenstückchen, die sind in so einem Schälchen da drin, die snacke ich dann nebenbei mal. Oder was man auch machen kann, so Gemüsesticks mit ein bisschen Kräuterquark oder sowas. Ist natürlich jetzt nicht so süß, aber wenn man das erstmal ein bisschen von wegkommt, hat man auch die salzige Variante. Was ich auch nicht schlecht finde, was man mal machen könnte, es gibt ja mittlerweile auch Reiswaffeln mit so ein bisschen Gewürz drauf. Das wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl, aber immer noch besser als Chips und Schokolade und was es alles da gibt. Zumindest, um mich schon mal in so ein bisschen in den gesünderen Bereich reinzubringen. Also Snacks austauschen gegen gesunde Snacks. Tipp Nummer 9, der würde euch eigentlich einfach fallen, wenn es nicht überall so verlockend wäre. Verzichtet auf Fast Food. Aber die sind ja echt mies. Zum einen gibt es die überall, meistens noch 24 Stunden geöffnet. Und zu guter Letzt obendrauf machen ja auch noch Werbung, die saugut ist. Das heißt, man kommt fast gar nicht dran vorbei in so ein, nennen wir es mal McDonald's oder Burger King oder wie heißt der eine hier, Kentucky macht das Chicken. Man kommt nicht dran vorbei. Die ziehen uns ja wie ein Magnet an. Aber den Scheiß müsst ihr natürlich lassen. Döner? Ihr fragt nach Döner? Nein, vergesst es mit dem Döner. Döner macht schon lange nicht mehr schöner. Das Fleisch, was meistens auf dem Döner draufkommt, wird zwar gesagt, ja, das ist Hühnchenfleisch, das ist dies, das ist das, aber das ist trotzdem sehr, sehr fettes Hühnchenfleisch. Man könnte sich vielleicht noch einen Döner zu Hause selber machen, indem man halt dann richtiges Hühnerfleisch nimmt und dann das bisschen Brot sich gönnt mit Salat und einem fettarmen Tzatziki. Das wäre noch eine Option. Aber alles das, was ihr in den meisten Imbissbuden bekommt, distanziert euch davon.
das wird euch nicht gut tun. Also kein Fastfood mehr, keine Fastfood-Mahlzeiten mehr, auch zu Hause nicht Pizza aufbacken, Burger aufbacken oder so ein Kram. Das hat natürlich nichts verloren. Da wären wir auch wieder bei Punkt 1, Lebensmittel ohne eine Zutatenliste. Kommen wir zum 10. und auch schon letzten Punkt. Ich will das Video nicht zu lang werden lassen. Ich denke mal, 10 Tipps sind genug. Es gibt natürlich noch zahlreiche andere Tipps. Wenn ihr Tipps habt, dann gerne hier in das Format in die Kommentare reinschreiben, weil es gibt durchaus den einen oder anderen, der sich das Video anschaut und vielleicht mit meinen 10 Tipps nicht einverstanden ist oder noch mehr Tipps möchte. Und wenn ihr in das Video reingeschrieben habt, dann wird es demjenigen natürlich helfen. Also schreibt gerne eure eigenen Erfahrungen und was euch so geholfen hat, ohne dass ihr Kalorien zählen musstet. Punkt 10, den ich noch ansprechen wollte, ist das sogenannte Essen gehen. Ja, natürlich, man will gesellschaftsfähig bleiben, man wird vielleicht auch mal zum Essen eingeladen und dann will man natürlich nicht so, man will ja mitgehen. Und wir wollen ja auch nicht diese strikte Diät machen. Das ist ja genau der Punkt in diesem Video. Wir wollen ja essen gehen. Ja, aber wie kann ich das Essen gehen jetzt gestalten, ohne dass ich halt gleich fett davon werde? Ja, auch hier wäre mein Tipp, schaut in der Speisekarte, was könnte ich da essen, was halbwegs sportgerecht ist. Es müssen jetzt nicht die Sahne, Soße, Schinken, Lachs, Nudeln sein, sondern es könnte sein, ein schöner gemischter Salat mit einem Steak. Ist das nicht geil? Oder einfach das Steak mit einer schönen Beilage, ein bisschen Gemüse. Natürlich darauf achten, dass das Steak nicht in irgendeiner Soße schwimmt oder die Kräuterbutter sich da drauf ergießt. Na, das muss man halt alles ein bisschen separieren. Aber das funktioniert und es schmeckt mega lecker. Und dann könnt ihr trotzdem mit euren Freunden, mit den Bekannten, mit der Familie essen gehen. Selektiert da ein bisschen euer Essen und versucht euch an die Regeln zu halten, die wir schon zu Beginn des Videos hatten. Versucht Sachen zu essen, die irgendwo so ein bisschen mit einer sportgerechten Ernährung sich in Einklang bringen lassen. Und das funktioniert. Ich bin schon oft auf Diät gewesen und bin schon oft essen gegangen und dann gab es halt 1000 Gramm Steak. Ja, müssen jetzt nicht so viel sein. Da. Jetzt schlagen die Grünen gleich wieder Wellen. Da. Fleischverbot, 1000 Gramm, da dürft ihr ein halbes Jahr lang kein Fleisch mehr essen. Wie viel ist noch erlaubt? 40 Gramm pro Woche oder 100 Gramm pro Woche? Ist irgend so ein Schwachsinn, egal. Nein, gönnt euch das Steak, einen schönen Salat dazu. Super. Oder Salat und Fisch, bisschen Gemüse. Fragt einfach mal nach, habt ihr dies oder jenes? Kann ich ein Stück Hähnchenbrust bekommen? Mit einer schönen Beilage, überhaupt kein Problem. Und dann kommt ihr eigentlich da ganz gut durch das Essen durch. Und da ist es auch kein Problem, wenn ihr dann mal nebenbei noch ein Stück Brot esst. Wenn ihr den Salat habt, achtet noch dabei drauf. Beim Dressing, das wäre vielleicht noch ein wichtiges Thema, auch wenn ihr zu Hause Salate zu euch nehmt. Das bringt natürlich nichts, wenn ich einen gesunden Salat mir mache und dann so ein Dressing mit Sahnesoße drüber kippe und der Salat da so irgendwo vor sich hinschwimmt und die Tomaten kurz davor sind zu ertrinken. Ah, helft uns! Ich sehe übrigens aus wie eine Tomate. Wie gefällt euch die Jacke? Schöne Farbe eigentlich. Ja, das wie gesagt dazu. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, wie man seine Ernährung anpassen kann, dass man langfristig gesehen besser in Form kommt. Das ist natürlich jetzt kein Ding, was euch helfen wird, pro Woche 1-2 Kilo abzunehmen, um Gottes Willen. Ihr müsst da Geduld mitbringen. Aber ich kann euch versprechen, wenn man langfristig gewisse Ernährungen oder Ernährungsformen anpasst und das nicht komplett eskalieren lässt, dann funktioniert das eigentlich sehr gut. Alle anderen Sachen, wenn ich euch sage, esst halt nicht das Stück Kuchen, esst halt nicht das Eis, macht dies oder jenes, das ist euch natürlich auch bekannt und das soll natürlich auch immer im Hinterkopf drin bleiben. Aber es soll halt kein Verbot sein. Es soll nicht so sein, dass ihr euer Leben lang darauf verzichtet. Sondern versucht nur, gewisse Anpassungen zu machen, damit es euch nicht schwerfällt und ihr das halt auch jeden Tag schaffen könnt. Und wenn ihr dann Step by Step immer mehr Tage aneinander reiht, in denen ihr euch gesund und sportgerecht ernährt, dann kommt ihr automatisch eurem Ziel näher. Setzt euch also nicht unter Druck und sagt, jetzt muss jeder Tag perfekt laufen. Nein, perfekt ist der Feind von gut. Ihr braucht es nicht. Es reicht, wenn ihr euch nach und nach steigert, euch gut ernährt und wenn ihr da mal einen schlechten Tag dabei habt, okay, hakt den Tag ab, schaut weiter nach vorne. Macht euch dann auch nicht ständig verrückt mit dem Gewicht. Es kann durchaus sein, dass das Gewicht mal hoch und runter geht. Da wird ein bisschen mehr Wasser im Körper gehalten, dann bin ich mal etwas schwerer, ein bisschen mehr Mageninhalt, bin ich vielleicht auch etwas schwerer. Aber langfristig gesehen, wenn ihr Geduld mitbringt, könnt ihr auch so euer Gewicht reduzieren. Was ist natürlich in meinen Augen das Bessere? Ganz klar, ich würde immer, gerade wenn mich das Fett richtig stört und ich relativ schnell in Form kommen möchte, würde ich immer eine echte Diät bevorzugen. Ich würde halt knallhart einmal mein Fett wegmachen und wenn ich dann in Form bin,
dann würde ich auf diese Regeln zurückgreifen, über die ich gerade mit euch gesprochen habe, oder auf diese Tipps zurückgreifen und meine Ernährungsform dementsprechend anpassen, wo ich dann nicht mehr ständig Kalorien zählen muss oder abwiegen muss. Also, sehr komplexes Thema, da gibt es eine ganze Menge drüber zu erzählen. Ich könnte auch hier an der Stelle noch viel mehr erzählen. Gerne schaut euch die anderen Videos auf meinem Kanal an über das Thema Ernährung und Diät. Ich hoffe, mit dem Video konnte ich euch ein klein bisschen helfen, habe euch gut unterhalten. Ein paar Tipps sind bestimmt auch dabei rübergekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bleibt gesund, bleibt stabil und gerne auch andere Videos von mir anschauen. Schönen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.